Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Skirted Jigs selber bauen könnt. Und das braucht ihr dafür. Natürlich braucht ihr eure Fransen für den Skirt. Die gibt es in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Wo ihr die kaufen könnt, das packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Also die braucht ihr auf jeden Fall. Dann Jigköpfe, klar. Gummiringe, um den Skirt zu fixieren auf dem Jigkopf. Und ein Tool, um den Gummiring auf die Skirts raufzuziehen. Da habe ich mein Wacky Rig Tool genommen und auch schon einen Gummiring aufgezogen hier. Und jetzt packe ich die Fransen, so wie sie sind, in die Öffnung rein. So bis zur Hälfte ungefähr. Jetzt sieht das so aus. Jetzt gucken sie ungefähr halb raus. Na gut, der eine ist ein bisschen weiter drin als der andere. So. So sieht das Ganze aus. Solltet ihr nicht so ein Tool besitzen, dann könnt ihr einfach einen handelsüblichen Kugelschreiber nehmen, wie den hier. Ihr schraubt den einfach auseinander. So, voilà. Und ihr habt das gleiche in grün, sage ich mal, und könnt das dann benutzen. So. Ich benutze aber mein Tool, habe das hier reingeschoben. Und jetzt ziehe ich den Gummiring hier oben ab auf diese Fransen drauf. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt muss ich den Gummiring noch mal ein bisschen mittig positionieren. Der ist nicht ganz in der Mitte gelandet. Jetzt ziehe ich das noch mal ein bisschen nach links. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt kommt der nächste Schritt. So, jetzt nehme ich mir eine Schere und man sieht hier, am Ende dieser Fransen sind die so zusammengeschweißt, sage ich mal. Diese Enden schneide ich jetzt einfach auf beiden Seiten ab. Erstmal schneide ich nur ganz knapp ab, weil je nachdem, wie lang dieser Skirt werden soll, kann ich die Fransen dann auch später noch größentechnisch anpassen. So, jetzt habe ich die Enden abgeschnitten und jetzt sehen wir auch schon, jetzt kommen wir dem Ergebnis auch weitaus näher. So, jetzt drehen wir ihn hier in eine Seite. So, nehmen uns unseren Jighead und stechen ihn einfach, ja, durch den Gummiring in der Mitte durch. So, und ziehen ihn einmal rum in den Gummiring rein. So ein bisschen zurechtbiegen die Fransen, so dass sie auch alle nach unten zeigen. Und fertig ist der Skirted Jig. Ihr könnt natürlich die Fransen auch noch länglich von der Länge her anpassen. Also dann würdet ihr einfach hier ein Stück abschneiden. Das ist aber natürlich euch überlassen, auch dem Köder überlassen. Wenn ich jetzt hier einen Köder habe, den ich dann entsprechend darauf montieren würde, dann wäre das gar nicht so schlecht von der Länge. Ja, wenn ich jetzt sage, ich montiere jetzt den Köder einmal. So. Dann haben wir jetzt hier ein Köder mit Fransenjig. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen und hoffentlich zu mehr Fisch am Wasser verhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser. Alles Gute, beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.